wer fehlt denn da noch? Ian, natürlich. Ian fehlt da noch. Alle auf Level 29 sind ziemlich gut vorangekommen im Spiel, muss ich sagen. Aber mit der ersten Gegner haben, die ein bisschen höheres Level haben, aber nicht das Problem. Ja, mal durch die Stadt hier durch. Wo kann ich denn da hin? Gibt es da irgendeinen Weg dahin? Ich glaube hier. Ja, ich glaube hier passt das schon. Ja, da noch mit doch mitten durch. Was soll's? Ah, hier ist ja ein Weg. Hä? Ja. So, dann nehmen wir hier hin. Mal kurz auf Ian warten. So, Barkeeper, da bist du ja, Mr. Barkeeper. Okay, mal gucken, was er sozusagen hat. Bin ja vorbereitet auf alle Eventualitäten. What do you need? I need information. Every piece of information has its price. What price exactly? 300 coins. Das ist alles Kleingeld. Good, I will pay you. Natürlich, wie. Es ist also ein bisschen klassisch, ja. Man rennt in eine Bar und der Barkeeper weiß ein bisschen Geld. Erzählt da was. Fine. This Lena's been showing up pretty often in my bar during the last couple of weeks. Woher das weiß, dass wir nach dem suchen? Auch man wusste ja schon, nach worum es geht. He's been mainly drinking with people from the guard and low-level officials. He's been paying properly. Never kicked up a row. A good client, to put it simply. But he disappeared 3 days ago. Last time he appeared dressed up and ready for a trip. With all his stuff. If I were you, I would look for him at the station in Princeton. Go on now. I need to work. You see, I got many customers. Thank you for your cooperation. Jetzt müssen wir jetzt in Princeton auf Earth zurücklaufen. The barkeeper told me last time he saw Lena 3 days ago, when he was making preparation for a journey. He seemed to be about leaving the Princeton. The barkeeper advised to look for Lena at the railway station. Nach 3 Tagen ist der bestimmt schon weg. Zumindest wäre das logisch, aber müssen wir echt da jetzt hinlaufen? Na gut, dann wird das doch eine längere Sache hier, ne? Ja, so, wenn das so ist, dann müssen wir da jetzt wohl hinlaufen. Dann machen wir das auch. Da komme ich ja nicht durch. Da müssen wir wohl mal durch die Stadt, durch die Tore kommen. Müssen wir echt jetzt den langen Weg? Vielleicht gibt es da irgendwie die Blueprints. Ich hoffe mal, dass wir die irgendwie hier finden können. Wäre so ein bisschen ärgerlich. Kann ich aber bestimmt hin. So. Jetzt kann ich da hinlaufen. Jetzt muss ich echt den ganzen Weg durch 3. Das ist quasi ein Quest, was sich über 3 Gebiete erstreckt. Aber auch noch nie gehabt. Meine Güte, was wir hier alles so haben. So. Okay, dann machen wir noch ein neues Gebiet. Gut. Prince of Earth, ja. Da müssen wir ein bisschen hin und her laufen. Naja. Ist ja nicht schlimm. Das zieht doch ein bisschen in die Länge. Die ganze Quest 3 haben wir damit noch entdeckt. So. Okay, Prince of Earth. So. Wieder abwarten, bis er gespeichert hat. Das dauert ja mal eine Zeit lang. Ich muss echt den langen Weg laufen. Da ist Lena. So. Okay. Wieder Lieder. Ja, ein Fehler. Die haben wir nicht umgebracht. Die wieder auferstanden.
So ist das leider. Die sind wieder auferstanden. Ja, ja. Hey, ich renne immer mit der ganzen Gruppe los. Eigentlich brauche ich nur einen Charakter, ne, eigentlich. Aber ich weiß ja nicht, was da passiert. Das tut natürlich auch. Ich weiß nicht, was dann passieren könnte. So. Hier wird ordentlich aufgeräumt. Alle Aufgaben erledigt. Wir können doch hier handeln, wenn wir wollen, gleich auf dem Rückweg. Das hier verlassen. Geht ziemlich schnell hier. Interessiert keinen mehr. Jetzt. Der wartet hier offenbar noch. Wundert mich, dass er noch da ist. Wundert mich wirklich. Hätte ich nicht erwartet. Ja, da. Da ist Tell. Ian ist da hinten. Wenn mich zum Kampf kommt, ist halt wichtig, dass der oder nee ist wegen Erfahrungspunkte. Deswegen kann ich nie so sicher sein. Die falsche Schlange hier, dass sie hier rumläuft. Hat sie nur totgestellt, aber dann interessiert es uns wiederum nicht, dass sie das tut. What's the matter? I've got a question for you. What witness? Where are the documents you have stolen? What documents? Documents of the Guards of Heroes. I don't have any guards documents. There must be some kind of mistake. I've got witnesses. We will identify you if needed. There's no point denying it. The words of your witness are no worth a penny. But I'm tired. You are too arrogant. People like you do not live long. Ah ja, Level 31, aber kein Problem. Ja, da sind die Blueprints. Coole Sache. So, find the spy. I found Lena. I had to kill him to get the documents. But now I can give them back to the guard chief at Pharos for a reward. Stolen Blueprints auch? I got Blueprints of Zeichist. Now I need to give them back to him. Genau. Also quasi, der hat wirklich ordentlich Dokumente gesammelt, ne? Einmal diese Blueprints und dann noch diese anderen. Evil, evil. Aber hat ihm nicht geholfen. Ha. So, Secret Documents. Get into Pharos at all costs and complete the task. Letter, das ist von Vita. Das ist die Blueprints of Tank, eines Panzers. Wenn wir gerade hier sind, können wir jetzt hier, denke ich mal, auch hin, wer auch mal was halt verkaufen. Ja. Ah, den brauchen wir nicht. Glaube ich nicht, aber den brauchen. Habe ich gar nicht geguckt, ich Idiot. Ich hätte mal gucken können, ob ich den brauche, weil er hier. Naja, wenn es bessere gibt, dann finden wir sowieso einen bald. Also nicht so schlimm. Die haben wir noch, die behalten wir noch. Die wollt ihr auch behalten? Wisst, die brauchen wir nicht. Ne, die brauchen wir nicht. Die auch nicht. Die brauche ich auch nicht mehr. Hab keine Medium Armor, eine Person dafür. Aber gut, wir können die nehmen, aber wir haben ja jetzt die Steampunk. Die ist auch nicht so gut gewesen. So, dann ja, ist das. Tal verkauft jetzt diese Robe hier. Das kann auch alles verkauft werden. So. Die hat noch ein Schild, was sie noch behalten kann, soll. So, hier haben wir auch gut. Wir haben noch bessere Waffen hier. Also, liegt alles hier auf Vorrat. So, das kann weg. Und das auch. So, Ian. Na, wieso hat der jetzt kein Dingens mehr? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso hat er den nicht mehr? Hä, ja, wieso hat er weniger Perception als vorher? Hä, ja, verstehe ich nicht. Warum? Was passiert? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir da nichts. Das kann das verkauft werden. So.
Okay, hat der irgendwelche Tränke? Er muss mir Tränke organisieren. Gehen wir zu dem, der. Hat der Tränke? Nee, keine wirklich guten. Nicht die richtigen, was er gesagt. Hier gibt's noch leichte Rüstung. Wollen wir irgendwas kaufen mal für Loiva? Was hat die drin? Die hat 34. Gibt's hier auch was Besseres? Hier befürchte ich nicht. Ganz ehrlich nicht, weil. Weil wir hier aber schon ein Gebiet weiter sind. Das macht doch keinen Sinn, hier Sachen zu kaufen. Gehen wir wahrscheinlich wieder zurück. Können also wieder hierher. Und wieder einen langen Weg wieder zurücklaufen. Ja, das bringt dir jetzt hier nichts zu kaufen, weil im Grunde, da wir ja mit da wir ja hier einen Ort haben, wo es dann bessere Sachen geben müsste. Wahrscheinlich hat man da eher eine Chance, da auch was Sachen zu kriegen, wo man die besser sind als die, die wir haben. So sieht's aus. Na, ah, er ist auch gar nicht hingezogen hier, muss ich zugeben. So, wir müssen den ganzen Weg laufen. Auf jeden Fall, der Spion hat ganz viel gesammelt an Dokumenten. Muss man ihn mal lassen. Aber haben damit, ja, diese Aufgaben dann auch erfüllt. Das ist auch ganz super. Dann haben wir ja ein bisschen weniger Ärger. Dann müssen wir nicht mehr rumsuchen. Weil man auch keine Informationen darüber hatte, wo sind diese Dokumente, diese Planungen von den Panzer. Ich hoffe, die kommen jetzt auch an hier, oder sind die hängen geblieben? Nee, die kommen schon. Die schaffen diese Strecke, wundert mich, muss ich zugeben, weil die KI ist auch nicht so hell hier in Sachen Wegfindung. Aber das kriegen die irgendwo ein bisschen hin diesmal, wie es aussieht. Überrascht mich wirklich. Muss ich zugeben, aber freut mich, wenn das so ist. So. Es fehlt noch Ian. Der ist wirklich langsam. Und ich weiß auch gar nicht, ob du was bringt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er irgendwie eher momentan, wir kämpfen nur zu fünft. Ian macht kaum was. Mittlerweile manchmal frage ich, ob ich nicht Dinge hätte behalten sollen. Hier. Die ist ja hier, glaube ich, noch. Hier ist nämlich noch Raider. Aber leider hat die ja ein zu niedriges Level. Das bringt jetzt nichts mehr. Deswegen. Ja. Ist das leider so. Okay. Feros. Ja, sind wir ganz rumgekommen. Diesmal. War ja auch nicht mit zu rechnen. Ich dachte, ja. Da wird mal so ein paar. Gerade wie gesagt, das gibt es so klein, das wird eine 5-Minuten-Folge. Jetzt sind wir schon bei fast 3 bei 3. Ich weiß, ob ich überhaupt nur 2 schaffe. Ich weiß es nicht so genau. So, jetzt kommen wir hier. Ja, mal er wartet länger auf seine Pläne. Kommt wieder überhaupt hin? Ja, sieht so aus, ne? Kann ich da hinkommen. Der hat schon länger auf seine Pläne. Deswegen gehen wir die auch zuerst ab. Na? Okay, jetzt zeige ich es. Ob ihr dann auch dabei. Well, have you found my blueprints? Yes, I have. A spy from the clan of Air had them. Excellent! Give them here. I will pay you. Task completed. Was gibt das hier da? Nur Erfahrungspunkte und Geld. 40.000. Und eine Muskete. Gibt da nochmal was? Coole Sache. Was ist das für ein Ding? Die ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, da ich die nehmen werde, werde ich die wahrscheinlich ihm übergeben. Tor übergeben, glaube ich. Ich glaube, der kann die da eher gebrauchen. Dieses eine Level mache ich nämlich nur so. Allgemein nicht so schlecht. Aber ich werde dann die nehmen. Ganz ehrlich, ich werde die dann benehmen.
werde die dann nehmen. So, okay. Close Stone Blueprints. Psychis got blueprints of his tank back and was happy. No leakage of secrets happened. Hat er die nicht gelesen? Ah ne, ist er tot. Also hat der Spion die nicht gelesen, aber bringt ja nichts, wie gesagt, ist er tot. Oh. Okay, was ist ihm auch noch hier? What have you got? I've got some documents that contain information about your garrison. What? Where did you get this? I've discovered a spy from the Clan of Air, and he had them. I decided to give them back to you. We were desperate to get them back. I don't even know how to thank you. Money would be nice. Na, wie immer nur ans Geld denken. Kriegen wir nur Geld? Der Fangpunkt auch? Sondern was? Nee. Gut. Finds a spy. Documents have been returned. The guard chief ran. He can sleep securely again. Ja, jetzt haben wir nur D. Das ist unsere nächste Hauptaufgabe. Die können wir beim nächsten Mal wieder angehen. Jetzt gehen wir nochmal zum Händler hier. Nein, wir schaffen wir leider. Müssen wir doch leider 3 Folgen machen. Reicht wieder, klappt nicht. Naja. Egal. Müsst ihr halt ein bisschen warten auf die nächste Folge. Wieder 2 Tage. Na gut, wenn ihr die hier seht, dann seht ihr die ja schon. Also ist ja auch nicht so das Problem, eigentlich. Denn genommen ist das ja alles egal. Ja. Gut, jetzt kann ich mal. Gut, dann kann ich. Ich habe immer noch ein bisschen, weil die ja behalten. Ich wollte mal gucken, ob ich was kaufen kann. Ne, genau das wollte ich gucken. Ah, wir haben hier. Vielleicht gibt es nämlich noch was kaufen. Protection 53. Hä? Das ist ein Leit. Ach ne, 35, ich würde sagen. Ah ja, guck mal an. 35. Ich überlege, ob ich mal sowas kaufen sollte. Oder ein Dagger? Wie sieht es auch mit dem Dagger hier? Haben die hier Daggers? Wenn die Daggers haben, was haben die für Daggers? Sieht nicht so aus, halt hätten die Daggers, ne? Die haben nur normale Schwerter. Aber keine Daggers. Doch, das sind Daggers. Ach Gott, die haben doch Daggers hier. Noch deutlich bessere so gesehen. Die kann man sich auch wirklich mal leisten. Ich glaube, ich nehme mal den 68er. Ich glaube, ich nehme mal den. Hör mal. Kaufen mal wieder was Neues hier. Deine Silette brauchen wir nehme ich nicht mehr. Sieht aus mit einer schönen Waffe. Wir haben noch eine 465er. Gibt es hier was Besseres? Nee, das. Also wirklich, was gibt es hier wohl nicht? Nee, das ist alles schlechter als das, was wir haben. Der Tori hat schon eine neue Waffe. Tell braucht das nicht. Aber eine Rüstung wollte ich kaufen. Oder einen neuen Helm? Nein, ich glaube, kaufen wir den hier, oder? Können wir ja mal machen. So. Und für ihn auch nochmal eine neue Rüstung. Guck mal, haben wir hier? 71er? Nee. Groben haben wir noch. Eine Steampunk Armor, wie sieht es damit aus eigentlich? Kann ich hier gar nicht kaufen, muss ich zum anderen hin. So, wo ist denn der? Da. Jetzt muss ich mal zu dem mal hin. Wegen der Steampunk Armor. Wenn hat der eine bessere, hat er aber nicht. Bringt also mir nichts. Ich wollte nur mal gucken, was hat er sonst noch im Angebot? Hat er hier einen Flammenwerfer? Aber Flammenwerfer haben wir ja auch noch. Munition? Munition wäre vielleicht eine Idee. Wir haben hier Hollow Sarges. Wir haben ja immer 6000, eine ganze Palette voll.
Und wenn noch Armor Piercing Bullets 3000. Der hat auch Hollow Charges. Rein mal welche abgeben. Nehmen wir mal. So. Ja, nehmen wir mal 1500 mal. Gehen wir mal 1500 mal rüber. Das ist okay. Ja, haben wir dann mehr als genug. Dann braucht er auch keine andere Munition. Und wir haben dann ja schon die zweitbeste Waffe, dann nur ein Armor Piercing Bullets. Die sind natürlich noch zu wertvoll, um die damit zu benutzen. Gibt es hier eigentlich ein neues MG? Das ist ja nicht so schlecht. Intellekt 71 bräuchte man dafür. Das kann man vielleicht so besorgen. Kaufen wir uns sogar mal. Was soll's? Der Wertverlust ist da immens. Aber egal. Kann man die verkaufen. Wir verkaufen noch nicht. Brauche ich ja noch. Na gut. Dann war es das wohl. Haben wir ein paar Sachen wieder neu gekauft. Können wir mal gucken. Wo müssen wir hin? Zunächst mal dahin. So. Okay. So, dann würde man sagen, dass wir alles jetzt alle Vorratungen getroffen haben, um weiterzureisen. Können wir an dieser Stelle abspeichern. Sind viel rumgekommen, haben doch wieder was geschafft. Mit Nebenaufgaben wieder alle erledigt. Ja, so läuft das Spiel quasi ab hier. Es gibt so gesehen keine Nebenaufgabe, die irgendwie über die Story hinaus ragt, von wegen nächster Storypunkt. Man kann sagen, wirklich ein Kapitel unterteilt diese Nebenaufgaben. Ist ja wirklich wie ein Kapitel. Diese Initiation. Auf jeden Fall sind wir am Ende dieser Initiation angekommen. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.